Na? Mir wird langsam kalt. Ach was. Wer bin ich? Hm? Albert? Nicht was. Wer? Adonis? Danke. Ich sag's ja, du bist albern. Sag mal, bist du sicher, dass dein Mann nicht bei deiner Mutter anruft? Die beiden können sich nicht leiden. Wäre eine Freundin nicht sicherer gewesen? Wirfst du mir jetzt vor, dass ich in Ausreden ungeübt bin? Das Einzige, was ich dir vorwerfe, Schönheit, ist, dass du nicht mehr allein gehörst. Siehst du hier noch jemanden außer uns beiden? Nee. Also. Los. Don't know how lips hurt. Was war ganz ruhig? Wo steckt denn Ihr Chef? Ich soll ihn heute offiziell vertreten. Ach so? Großzügig. So ist der Otto sonst gar nicht. Er meinte, ich käme einfach schneller ins Gespräch, wenn ich nicht immer in seinem Windschatten bin. Naja. Das hat ja bisher großartig geklappt. Witzig. Entschuldigung, eine Frage. Ja? Was sagen Sie als Pressesprecher eigentlich zur Affäre Eibenstein? Ja, ich würde sagen, Ende Phase 2. Phase 2? Phase 1, wir stehen vorbehaltlos hinter unserem stellvertretenden Fraktionschef. Alles bösartige Lügen. Phase 2, wir stehen weiterhin vorbehaltlos hinter ihm. Falls jedoch, was wir gar keinesfalls glauben, etwas dran sein sollte, dann natürlich Konsequenzen. Phase 3. Verstehe. Rücktritt. Aber nicht, weil Eibenstein gerne mal mit dem Rettungshubschrauber nach Sylt fliegt, sondern um Schaden von Amt und Partei abzuwenden. Gut. Danke. Dafür, dass Sie neu bei uns sind, haben Sie schon einiges verstanden. Na ja. Heirate mich. Ich bin verheiratet. Herr Bürgermeister. Kennen Sie unseren Gastgeber, Karl Reichenbach? Vielen Dank für die Einladung. Michael Brenner vom Baudezernat. Schön, dass Sie hier. Lässt sich aushalten. Ich hoffe, ich höre bald mal was aus dem Baudezernat. Warum? Brauchen Sie noch eine Baugenehmigung für Ihr Häuschen? Hm? Schönes Fest noch. Danke. Ja. Quando sorrisce mi stai insieme a te, quando il cuore tu mi dici amor. Signorina, bitte, nicht abschleppen. Ich habe gestern Abend keinen anderen Parkplatz mehr gefunden. Solo scuse. Grazie.
parteipolitisches Kalkül bestellt zu sein. Mann! Messi! Mein grünes Gewissen. Na, liegen geblieben? Mein rettender Engel. Na los, steig ein. Du darfst fahren. Okay, dieses Fahrrad nervt echt. Wenn ich bald mit dem S-Bahn-Anschluss fertig bin, dann ziehen wir halt wieder in die Stadtmitte. Echt? Oder du kaufst dir ein Auto. Ich will keins. Ich leih dir Geld. Ich will dein Geld nicht. Ich will dich. Kann man nach 7 Jahren Ehe noch so charmant sein. Liebe. Yeah. Mag dich. Ins Kopf. So, wie ging das nochmal? Ja. Okay. Alles klar, ich hab... Nachfolger für Eibenstein. Wie wär's denn mit dir? Keine Zeit. Oh, keine Zeit. Ich hab schon einen Job. Du könntest ja den einen für den anderen aufgeben. Karriere nennt man das, glaube ich. Der Fraktionsvorsitz ist ein Schleudersitz, Adam. Das weißt du so gut wie ich. Na gut. Dann also dein Assistent Len Brenner. Wie der neulich auf der Reichenbach-Party nach dessen Baugenehmigung gefragt hat, sensationell. Also entweder ist der naiv oder ein Killer. Wir brauchen etwas Zeit und seine Chance. Gut, dann also nicht. Morgen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Zum 5. Jahrestag. Zum Abschied. Bitte? Ja, Eibenstein. Wer hat heute seinen letzten Tag? Wir haben gesammelt. Und? Hat jemand eine Karte unterschrieben? Wer unterschreibt noch was im Zusammenhang mit Eibenstein? Wie wird das Körbchen denn zugestellt? Mit einem Bundeswehrhubschrauber? Seien Sie doch nicht immer so sarkastisch. Das wollen Sie doch nicht wirklich. So. Was liegt denn heute so an, Moneypenny? Unser Bürgermeister möchte Sie sprechen und... ein Strafzettel aus Italien. Aus der Verwaltung. Sie könnten keinen Dienstreiseantrag dazu finden. Was, damit kommen die jetzt? An dem Wochenende war Ihr Privatwagen in der 30.000er-Inspektion. Wo wissen Sie das? Ich zahle das Ding einfach. Sie können diesen Strafzettel nicht einfach bezahlen, das wissen Sie. Hallo, ich bin's. Ich habe gerade Post aus Italien bekommen und da dachte ich, vielleicht musst du mal wieder deine Mutter besuchen. Kleiner Abstecher inklusive. Oder wie wär's mit Salz im Bock und einem kleinen Gläschen Pinot Grigio in der Mittagspause? Statt Biostollen. Ich vermisse dich schon mal. Ruf mich an, ja? Für Gehaltsverhandlungen macht man eigentlich einen Termin. Woher wissen Sie, dass ich... Ja? Stellen Sie durch. Martin, was gibt's? Was gibt's? Nichts gibt es. Das ist es ja eben. Wo bleibt die Baugenehmigung für unseren geliebten Karl? Martin, die Sache ist doch ziemlich heikel. Wir hatten noch gerade genug Ärger. Natürlich ist die Sache heikel. Aber doch in erster Linie für Karl. Stell dir mal vor, du hast so ein Ding gebaut und hast keine Genehmigung. Hast du es ihm versprochen, oder was? Ich
hab's ihm nicht versprochen, aber ich habe gesagt, dass ich mich darum kümmere. Also kümmere dich darum, du bist der Baudezernent. Und mach hin, ich kenne Karl. Der springt uns sonst ab. Ich muss jetzt hier weitermachen. So, ich bin soweit. Aktenvermerk. Heutiges Datum, Absatz. Telefonat mit Oberbürgermeister Schneider, Absatz. Heute um 10.25 Uhr rief mich O.B. Schneider an. Frau Eibenstein, warum sollten wir Ihrem Mann den Unterhalt stunden? Weder ist eine Yacht lebensnotwendig, noch sein Sportwagen. Nicht mal die Golfausrüstung. Läuft doch gut für Sie. Manchmal kommt eben alles zusammen. Ist nicht Ihre Schuld. Morgen. Es geht nicht nur ums Geld. Ich will erst mal was leisten. Es ist... Ich fühle mich irgendwie blockiert. Blockiert? Erzählen Sie das zu Hause? Zu Hause? Nur so eine Redensart. Ich meine, das ist Ihr Gefühl? Gefühl? Ich wusste doch noch nicht mal, dass Reichenbachs Hütte ein Schwarzbau ist. Was hätten Sie gesagt, wenn Sie es gewusst hätten? Auf diese Weise konnte Reichenbach nichts machen. Es war alles nur zu Ihrem Besten. Sie reden wie mein Vater. Genau. Oha, 70 Euro für Falschparken. Der ist aus Italien. Den Fall hatte ich auch mal. Ist mir mit Irland zugegangen. Aber ich habe nicht gezahlt, weil ich den Wisch niemals an der Windschutzscheibe hatte. Und dann ging das ganze Programm los. Unverschämt kurze Mahnfrist, Anwaltsschreiben, Geschäftsgebühren, Telekommunikationspauschale, Zinsen, pipapo. Ein Riesending wurde da raus. Oh Gott, oh Gott. Warum bezahlen Sie denn nicht einfach? Tja, Chef, wir müssen. Ja, gleich. Die Frage ist doch, wieso landet der hier überhaupt? Morgen. Ich war leider mit dem Dienstwagen unterwegs. Ich meine, das hier ist eine Kopie, wie Sie sehen. Das Original liegt irgendwo in den Katakomben dieser Behörde herum und hat inzwischen etwas ausgelöst, was keiner mehr aufhalten kann. Guten Morgen. Ein Verwaltungsvorgang. Verstehe, klar. Sie können den Strafzettel nicht bezahlen. Die Stadt kann ihn bezahlen und sich das Geld von Ihnen zurück. Morgen. Genau. Morgen. Guten Morgen. Aber es geht hier gar nicht so sehr um die 70 Euro. Es geht hier um die Funktionsfähigkeit öffentlicher Institutionen. Das ist ein hohes Verfassungsgut. Er wird also fleißig hin und her gebucht, bis ihn dann im Jahresabschluss der Prüfer des Rechnungshofes entdeckt und der gute Mann sich fragen wird, was der Baudezernent mit einem Dienstwagen in Italien zu tun hat. Ja, guten Morgen. Ich meine, nee, so lange wird es nicht dauern, weil das ist schon bereits die erste Mahnung. Und die Verwaltung ist viel zu träge, um so eine Lawine aufzuhalten. Ja, gut, gut, gut. Was machen wir dann? Eine Idee? Darf ich das machen? Ja, ich meine, wir sind doch alle für den Abbau von Bürokratie und die Entlastung öffentlicher Institutionen. Oder? Otto Schlegel. Wenn das schief geht, dann hast du es verdient. Guten Morgen. Ja. Ja. Hören Sie, ich habe durchaus Verständnis für die Situation Ihres Mandanten. Aber das brauche ich Frau Eibenstein gar nicht vorzuschlagen. Die ist eisenhart. Tja, aber schuldig geschieden gibt's eben nicht mehr. Herr Kollege. Mist, Akku. Hast du dein Ladegerät mit? Zufälligerweise nicht gerade auf Tasche. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Komm. Du vertrittst Eibensteins Frau? Ja, sie hat sich von ihm getrennt. Was? Wegen seiner Privatausflüge auf Staatskosten? Da war sie doch auch dabei. Wer sagt das? Außerdem haben die beiden sich schon vorher auseinandergelebt. Ja, man muss seiner Beziehung auch mal über Probleme sprechen können, oder? Wenn es nur auf gegenseitige Kränkungen hinausläuft, ich bin da pragmatischer. Tut mir leid, ich bin ein bisschen unter Druck. Außerdem, was weißt du schon von Eibensteins Ehe? Ich dachte, du wolltest wegen irgendeines Strafzettels mit mir reden. Ja. Ich weiß es nicht. Du beauftragst Michael, unseren Ausflug zu vertuschen? Ich habe ihn nicht beauftragt. Er hat es mir angeboten. Das ist politisches Tagesgeschäft. Er will was lernen. Willkommen in der Wirklichkeit. Ich glaube dir kein Wort. Wenn Michael was wichtig ist, dann seine Integrität, sein Wertesystem, sein... Hör auf zu gähnen! Sag mal, ist das nicht manchmal wahnsinnig anstrengend? Ich kann die Politik für deinen Gatten nicht neu erfinden. Lieb sein? Warum musstest du auch ausgerechnet Michael einstellen?
Wir haben uns doch erst über ihn kennengelernt, schon vergessen? Und jetzt? Und jetzt? Tja, ich weiß nicht. Obwohl, ich weiß schon, wenn du mich so fragst, dann... Na, Mami? Trägst du jetzt Eulen nach Athen? Nein. Die hier sind anders. Die sind auf dem Gewächshaus. Überteuert. Ohne Duft. Die lassen schon nach 2 Stunden die Köpfe hängen. Netter Versuch. Ich finde sie ganz bezaubernd. Möchtest du noch etwas essen? Ist noch was da? Von Nummer 9. Danke, ich hab schon. Ohne Knoblauch. Mami, der Arzt hat gesagt, wenn du mit etwas was Übung... Was der Arzt sagt und was meine Oberschenkelhäse sagen, das sind 2 Paar Schuhe. Dann nimm dir wenigstens einen Gärtner. Ich will keine fremden Leute im Haus. Ja, der muss ja nicht reinkommen. Otto? Was macht eigentlich deine neue Freundin? Ich habe keine neue Freundin. Ah, also keine. Von Monika soll ich dir übrigens einen schönen Gruß sagen. Ah, braucht sie mehr Unterhalt? Otto, sie fährt bald nach Australien. Was will sie denn da? Sich vom Dauerurlaub auf Ibiza erholen? Etwas sehr Sinnvolles und Selbstloses. Es geht um Koalabären. Die müssen umgesiedelt werden, weil ihr Lebensraum gerade zerstört wird. Ich erhalte auch Lebensraum. Sprichst du etwa von Reichenbachs Palast? Mami, ich erzähle dir zu viel. Ach. Ich muss wieder los. Und warum kommst du denn auch so spät? Na, Termine. Kombiniere. Du hast was mit dem Chinamann, Miss Marple. Ach, du. Und Mami. Üben. Rudern ist ein Mannschaftssport. Hat auch Signalwirkung. Ich weiß nicht. Ich fahr lieber Rennrad. Networking, Männer, Networking. Der Oberbürgermeister, Sie, Droller, ich in einem Boot. Das ist ein schönes Bild. Unterschätzen Sie das nicht. War Drollers Idee. Drollers Imagekampagnen haben immer Witz. Aber so richtig sportlich ist er nicht. Haben Sie mich dafür aus dem Büro gelotst, um mich für den Ruderverein anzuwerben? Das ist ja nur für ein Wahlplakat. Ist doch eine Chance für Sie. Ich bin parteilos. Sind Sie nicht. Ja, wunderbar. Machen Sie sich nichts vor. Super. Der Schwarzbau von Reichenbach liegt einigen sensiblen Herren sehr am Herzen. Sag mal, muss ich jetzt wirklich wieder das Boot? Der Baugenehmigungsantrag wurde noch nicht bearbeitet. Gibt es irgendwelche Gründe, warum der Baugenehmigungsantrag bisher nicht bearbeitet wurde? Ich bin mir über das Ergebnis noch nicht im Klaren. Manchmal hilft ein Blick ins Baugesetzbuch. Natürlich. Natürlich. So, geht's gut? Okay, was kann ich tun? Reichenbach macht Druck wegen der Genehmigung. Das heißt? Wir werden ein juristisches Gutachten anfertigen. Das machen Sie, persönlich. Die Unterlagen dazu finden Sie in Ihrem Bereich. Und noch ein praktischer Tipp. Wenn Ihnen irgendwas komisch vorkommt, irgendwas merkwürdig, dann machen Sie eine Aktennotiz. Wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt. Ja, klingt logisch. Ach, was macht eigentlich unser Strafzettelchen? Hier dran. Hier dran. So, dann wollen wir mal. Otto, komm jetzt. Ich bin schon seekrank. Ja, komm jetzt. Ja, wunderbar. Hört mal los. Was machen Sie denn noch hier? Letzte Frage. Straßenverkehrsordnung. Heißt das Codice della Via oder Codice della Strada? Keine Ahnung. Wieso schreiben Sie das eigentlich? Sie können telefonieren. Wer schreibt, der bleibt. Apropos Chef, der kann Italienisch. Ich bitte den Chef, mal einen Brief zu übersetzen. Wie sieht denn das aus? Oh, ich krieg das schon hin, alles klar. Entschuldigung. Michael? Wo bist du? Piep! Ist das die Überraschung? Ich liebe Überraschung. Ich sagte bequem. Das ist bequem.
keine Ahnung. Ein Matchbox-Auto. Darf ich gucken? Ja. Ich bin gleich wieder da. Gut. Wohin fahren wir denn? Raum einfach. Du siehst nichts. Nein. Versprochen? Versprochen. Was ist denn jetzt? Hör ich da so einen kleinen, ungeduldigen, aggressiven Unterton? Lass die Augen zu. Ja. Versprochen? Ja. Nicht blinzeln? Nein. Wehe. Wow. Ich dachte mir, wir feiern heute mal so ein bisschen größer. Darf ich vorstellen? Silvio, alter Freund von mir. Was feiern wir eigentlich? Wir feiern unseren 7. Hochzeitstag. Upsa. Nein. Ich habe unseren Hochzeitstag vergessen. Ja. Und das verflixte 7. Jahr haben wir damit hoffentlich gerade hinter uns gebracht. Oder? Auf das verflixte 7. Auf uns. Dankeschön. Mami, was gibt's? Nein, du störst nicht. Nein, ich habe keinen Damenbesuch. Andere Söhne müssen sich für Damenbesuch rechtfertigen, ich dafür, dass ich keinen habe. Mami, ich meine es nur gut, ist unter deinem Niveau. Ja, war lecker. Nein, du blockierst mich nicht. Ich würde sowieso hier bleiben. Was soll ich in der Hauptstadt? Wie soll ich dir das beweisen? Ich liebe dich auch. Gute Nacht. Hat ein bislang unbekannter Mitarbeiter des Baudezernats ein Dienstfahrzeug für eine Urlaubsreise nach Italien genutzt? Ja, ich hab's gelesen. Dieser Strafzettel muss doch in deiner Post gewesen sein. Wieso weißt du nichts davon? Ich hab jeden Tag 100 Sachen in der Post. Außerdem ist das nur eine Minimeldung auf Seite 2. Ach, eine Minimeldung. Guten Morgen. Morgen. Das hier ist eine seriöse Zeitung, mein Lieber. Wenn sich die Haie von der Boulevardpresse das Fischlein schnappen, dann sind wir auf Seite 1. Die Frage ist doch, wer gibt denn so einen läppischen Strafzettel überhaupt raus? Normalerweise reicht sowas nicht fürs Sommerloch. Wir haben Wahlkampf. Das sind nicht alle loyal. Du musst das schleunigst bereinigen. Sowas können wir jetzt nicht gebrauchen. Das ist nicht der Plan. Morgen. 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 Renner! Ja? Ich kümmere mich drum. Ich bitte darum. Ja, haben Sie das gelesen? Und wie haben die das denn rausgekriegt? Das frage ich Sie. Nicht? Sind Sie eigentlich naiv oder sind Sie ein Killer? Entschuldigung, aber ich verstehe den Sinn Ihrer Frage nicht. Was ist so schwer daran, diese Frage zu verstehen? Sind Sie ein Mann oder sind Sie eine Memme? Tango-Tänzer oder Strickliesel? Superman oder Clark Kent? Superman und Clark Kent sind ein und dieselbe Person? Jetzt werden Sie nicht philosophisch, Mann. Nun gut. Wichtig ist im Augenblick, Sie sagen erstmal gar nichts. Auch nicht zum Bürgermeister.
zu niemandem. Was ist mit der Wahrheit? Gott, eine Ware. War nur so ein Gedanke. Es geht ja gar nicht so sehr um mich, wissen Sie. Aber in ein paar Wochen wird gewählt. Das ist der Punkt. Wir müssen es jetzt mit sehr viel Fingerspitzengefühl anfassen. Das heißt? Keine Ahnung. Sag mal, diese Meldung auf Seite 2, das kann nicht sein, dass wir das sind? Naja, schon irgendwie. Was bedeutet das? Dass ich mir irgendeine Erklärung ausdenken muss. Aber bitte keine, in der ich vorkomme. Na, natürlich nicht, Renate. Sag mal, kann es sein, dass dein Mann irgendeinen Verdacht hat? Nein, nicht direkt. Nicht direkt? Nicht im Speziellen, und jetzt lass mich. Renate? Wenn es demnächst etwas turbulent wird, wird es irgendwas zwischen uns ändern? Wenn sich was ändert zwischen uns beiden, dann sicher nicht wegen eines Strafzettels. Die Sache schleunigst bereinigen, Otto. Wir kriegen das in den Griff. Keine Sorge. So, auf mein Kommando. Eins, eins. Aua! Was sind denn das für Scheißansagen auf 1-1? Oh, nee. Wer war denn überhaupt in Italien? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das heißt, du weißt es nicht. Es gibt einen Fuhrpark, es gibt Leute, die sich darum kümmern. Es gibt Dienstwagen, die bestimmten Mitarbeitern zugeteilt sind. Es gibt Fahrtenbücher. Wie kann es da zu Unklarheiten kommen? Naja, es gibt dann noch so ein kleines Kontingent fürs Wochenende. Die Schlüssel sind für jeden erreichbar in der Abteilung. Falls es mal eine außerordentliche Begehung gibt, oder? Oder einer mal schnell mit dem Brenner will. Ja, das ist ja toll. Was habt ihr nun davon? Scheiß flache Hierarchie. Fluch nicht so viel. Warum tue ich mir das an? Das ist eine scheiß Idee, Troller. Können wir nicht Golf spielen? Muss er hier nicht so rum. Wenn wir bei der Regatta mitfahren, macht das doch viel mehr Eindruck, als Bester beim großen Pellkartoffelessen zu werden. Rudern, da fällt der Presse was ein. Mannschaft, alle in einem Boot, Schneider am Steuer. Vertrau mir, ich sehe da super Schlagzeilen für uns. Will ich dir auch geraten haben. Du wirst jedenfalls herausfinden, wer das war, und dann schmeißt du ihn raus. Ist das klar? Ach, komm. Ich habe mir nicht 20 Jahre in Fußgängerzonen die Füße platt gestanden, um jetzt über so einen Mist zu stolpern. Na los, ab. Pass auf. Ja, ich pass schon auf. Und eins, zwei. Ach, herrlich, oder? Und eins. Weiß ich, was war ein herrlich. Na, Freunde, rudert ihr noch unter deutscher Flagge oder seid ihr schon für Italien unterwegs? Würdest du uns gerne ausflacken, Karl? Hm? Ich meine ja nur, weil da wohl einige Italienliebhaber im Rathaus zu finden sind. Wir haben es schon verstanden. Beim Golfen schwitzt man übrigens weniger, Martin. Was willst du? Stichwort Baugenehmigung. Ja, sehen Sie? Und deswegen verzichtet der Bürgermeister auf die liebgewonnenen Golfrunden mit Ihnen, Herr Reichenbach. Das soll doch niemand denken. Wir wollen es hoffen. Es gibt ja genügend bedürftige Parteien. Mein Geld nehmt ihr ja alle. Ist in Arbeit, Martin. Ist in Arbeit. Kein Problem. Ehrlich. Eine Mannschaft. Tatsächlich in Italien war. Ich sag's ja, Killer. Bitte? Wie kommst du denn darauf? Wenn die feindliche Presse recherchiert, bleib ich doch nicht untätig. Weißt du, was das kostet, korrupten Hotelportiers Gästelisten zu entlocken? Die Italiener haben bei der Euro-Umstellung nämlich auch 1:1 umgerechnet, zumindest die Mafia. Wird schon nicht dein Geld gewesen sein. Du, Brenner kann ich in Italien gewesen sein. Erinnere dich mal. Er war an dem Wochenende auf der Reichenbach-Party als dein Stellvertreter. Müsste ich vielleicht was wissen? Sagen wir mal so. Ich möchte, dass Brenner heil aus der Sache rauskommt. Ganz egal, was er angestellt hat.
Eine Abrissverfügung für Reichenbachs Haus? Naja, ich dachte so kurz vor der Wahl und Sie haben doch schon Schwierigkeiten wegen des Strafzettels. Da haben Sie aber falsch gedacht. Das sind keine Schwierigkeiten. Nennen wir es unser Projekt. Was ist, wenn die Presse von unserem Projekt hier auch noch Wind bekommt? Ach, wollen Sie es hier sagen? Nein. Herr Reichenbach möchte eine Baugenehmigung. Herr Reichenbach ist außerdem ein großer Förderer der Partei. Seine Wahlkampfspenden sind legendär. Ja. Das hat natürlich alles nichts miteinander zu tun. Es geht hier mehr um... Ich weiß, um die Funktionsfähigkeit öffentlicher Institutionen oder um ein hohes... Es geht hier um Realpolitik, Brenner. Und Herr Reichenbach hat einen Antrag auf Baugenehmigung gestellt. Ich kann eine Baugenehmigung rechtlich nicht begründen. Wer in diesem Land das zweite juristische Staatsexamen bestanden hat, der kann alles begründen. Ich muss los. Tja, es tut mir leid, der Erfolg fordert sein Tribut. Schlegel formt mich gerade zum Realpolitiker. Hat er sich ja was vorgenommen. Naja, so kann ich mit den Mädels in Ruhe eine Schnulze gucken. Du siehst gut aus. Ciao. Unter diesen Voraussetzungen. Ist ja gar nichts. Schmeckt's dir nicht? Oder liegt dir vielleicht irgendwas im Magen? Nö. Ich habe meinen Hochzeitstag vergessen. Sag mal, Renate, was meinst du eigentlich mit, wenn sich irgendwas zwischen uns ändern sollte, dann nicht wegen eines Strafzettels? Otto, ich bin müde. Wieso wollen denn plötzlich alle über Beziehungen mit mir reden? Lass doch mal fünf gerade. Renate, ich muss dir was erklären. Wegen des Strafzettels, klar. Du machst das schon, da bin ich ganz sicher. Bei jedem anderen würde ich echt die Nerven verlieren. Aber du... Renate. Guck mal, der olle Troller in der Glotze. Antonio, mach mal den Fernseher aus. Nee, lauter bitte. Aus. Lauter. Aus. Aber die Seniora sagen... Aus. Lauter. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass an diesem Wochenende der Bereichsleiter... Michael Brenner mit diesem Wagen unterwegs gewesen ist. Wir gehen derzeit davon aus, dass Herr Brenner in dienstlichen Angelegenheiten unterwegs war. Mehr kann ich Ihnen leider dazu im Moment nicht sagen. Aus. Vielen Dank. Dann danke ich Ihnen. Danke. Schönen Tag noch. Ich verliere gerade die Nerven. Das versuche ich ja gerade dir zu erklären. Wir waren als Herr und Frau Brenner in Italien. Die Presse hat recherchiert. Du erinnerst dich? An was? Du hast mit deiner Kreditkarte gezahlt. Wir sind geschmacklos. Was machst du denn? Ich geh heim. Dein Bauernopfer pflegt. Warte, bitte. Von Bauernopfer hat keiner gesprochen. Michael wird nichts passieren. Der ist viel zu unwichtig. Ihm wird keiner was tun. Wichtig ist jetzt, dass wir im Wahlkampf den Ball flach halten. Ich regel das. Mach dir keine Sorgen. Ist das deine Art von Realpolitik? Na, für die Wahrheit ist es jetzt ein bisschen spät, oder? Regel das! Italienische Temperamente, la signora. Hör auf mit dem Scheißakzent, Anton. Wir wissen ja alle, dass du Pole bist. Muss denn alle Welt immer lügen?
Michael? Michael! Michael! Morgen! Schon. Hey, guten Morgen, mein Engel. Ganz ruhig, was für ein Zettel? Oh je, Mann, ist das schon spät, ich muss dann los. Was bitte habe ich in Italien gemacht? Das will ich Ihnen erklären. Ja, baden gegangen wahrscheinlich! Ich als Baudezernent stehe voll im Licht der Öffentlichkeit. Was sind Wahlen? Kleinste Unregelmäßigkeiten werden von der Opposition gnadenlos aufgebauscht. Sie hingegen, Sie sind nicht so exponiert. Klar, ich soll meinen Kopf hinhalten, damit es keinen anständigen Skandal gibt. Ganz ruhig. Sie als Bereichsleiter haben noch 1000 Gründe, nach Italien zu fahren. Entschuldigung, ich war nur so unvorbereitet, dass... Lassen Sie. Das tut mir leid, die kann man bestimmt neu... Lassen Sie. Manchmal geht auch wirklich alles mit mir durch. Lassen Sie. Ich klebe Ihnen das zusammen, okay? Das wird wie... Das lassen Sie sein! Ich meine, wir haben keine Zeit, wir müssen los. Es gibt eine PK. Eine PK? Ruhe! Wir haben Zeit, einer nach dem anderen. Es kommt jeder rein, einer nach dem anderen. Es hat so keinen Sinn, wir verstehen unser eigenes Wort nicht. Ich bitte um Ruhe. Geht doch. Ja, es ist richtig, die Reiseorganisation der deutschen Delegation wurde von uns durchgeführt. Ja, Ruhe bitte, einer nach dem anderen. Herr Brenner, soll das heißen, dass Sie als Bereichsleiter im Baudezernat nach Italien fahren mussten, um Hotelzimmer zu buchen? Nun ja, Hotelzimmer buchen ist etwas überspitzt gesagt. Es geht da auch um einiges mehr. Entschuldigen Sie, wenn ich mich hier kurz einklinke. Bei der geplanten Konferenz handelt es sich um ein Treffen führender europäischer Baurechtsexperten. Es versteht sich wohl, dass wir die Organisation nicht einem Praktikanten überlassen. Recht hatte der Junge. Bitte, Moment, die Dame. Herr Brenner. Ja? Nach unseren Recherchen waren Sie in Begleitung Ihrer Frau in Italien. Meine Frau! Ja, ist das üblich? Es ist durchaus üblich, dass ich mit meiner Frau mal verreise. Gott sei Dank. Aber diese Fahrt hatte doch dienstlichen Charakter. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wer hat denn die Reisekosten Ihrer Frau übernommen? Die Reisekosten von Frau Brenner hat sie natürlich selbst getragen. Schauen Sie, wenn sich ein Mitarbeiter am Wochenende auch noch für das Wohl unserer Stadt einsetzt, dann sollte er doch die verbleibenden privaten Stunden mit seiner Frau verbringen. Oder? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die schlimmste Stunde meines Lebens. Ihnen wird nichts passieren. Das beruhigt sich. Warum geht's überhaupt nicht? Sie waren tatsächlich unter meinem Namen in Italien. Ich brauchte ein Pseudonym. Sie verstehen? Nein, Sie sind Single. Sie können doch machen, was Sie wollen. Tach, warum ausgerechnet mein Name? Haben Sie sich dabei kaputt gelacht? Ich nehme mal den Namen vom langweiligen Brenner. Geht mir eh auf den Geist mit seinen kindischen Fragen, der kleine Popanz. Den will ich erstmal so richtig entjungfern, diesen moralinsauren Paragraphenreiter. Kommen Sie, so war's. Geben Sie es zu. So war's doch, oder? Nein, es war nicht so, weil ich nämlich tatsächlich mit Ihrer Frau da war. Deshalb. Sie sind... Jetzt haben Sie es mir aber so richtig gezeigt, was? Entschuldigung. Ja. Schön. Schon gut. Ich, es tut mir leid.
Ehrlich, ich war da mit einer entfernten, einer Zufallsbekanntschaft. Ich meine, ich kann mich nicht mal mehr an den Namen der Dame erinnern. Und der war Ihnen schon vor Ort entfallen, oder wie? Guten Tag. Tag. Mann, 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 echt, Sie fahren mit irgendeiner Ruf-mich-an-Schnepfe zum Poppen nach Italien, die so unwichtig ist, dass Sie sich nicht mal Ihren Namen merken können und checken unter meinem Namen ein. Machen Sie das immer so? Hätten Sie nicht unter Schatz und Schnucki einchecken können oder unter Susi und Strolch oder wie nennen die sich in diesen Kleinanzeigen? Was sind denn das für interessante Gespräche hier? Schatz, nichts. Mein Chef hier fährt nur mit Lady Tantra in die Sommerfrische und das unter unserem Namen. Ich finde das echt geschmacklos. Halten Sie sich mal geschlossen, Brenner. Das habe ich nie gesagt. So, und was ist hier bitte los? Schatz. Ich war ja in Italien, falls du es vergessen haben solltest. Und du hast mich begleitet, falls du es noch nicht wissen solltest. Hm? Das klang aber eben noch ganz anders. Frau Brenner, Ihr Gatte hat etwas völlig falsch verstanden. Moment mal. Fakt ist, ja, Herr Schlegel benutzt unseren Namen, um sich in Italien seine temporäre Amnesie wegmassieren zu lassen. Nicht, dass wir beide miteinander Ärger kriegen, weil Herr Schlegel sein Single-Dasein genießt. Ja. Nein, nein, schön. Also, dann, da uns Herr Schlegels Privatleben darüber hinaus nichts angeht, dann würde ich jetzt gerne mit dir essen gehen. Schatz. Ja. Ja? Ach, die sind schon geliefert. Nein, 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 nein. Das ist eine Überraschung. Ich komme gleich selber. Ja, bis gleich. Na, wer ist jetzt geliefert? Ist ja auch egal, nicht wahr? Nachdem jetzt alles klar ist. Ich hätte Sie ja gern zum gemeinsamen Mittagessen gebeten, aber wenn schon die nächste Überraschung wartet... Schade, Frau Brenner. Und vielen Dank für Ihr Verständnis. Mann, die Dinger sind schwer. Wenn dein Vater das sehen könnte, der hätte das mit einer galanten Selbstverständlichkeit. Ja, Papi hat damit auch sein Geld verdient. Also das Handwerkliche, das hast du so gar nicht von ihm. Deswegen habe ich ja auch Jura studiert. Du ruinierst meinen ganzen Garten? Ruinierst. Das ist feinste italienische Ware. Ja, ich werde mir auch noch den zweiten Oberschenkelhals brechen. Das ist doch nur ein Vorschlag, ne? Hier, da kommt der Weg hin bis da hinten. Und hier bauen wir dir eine schöne Sitzecke. Und wenn das erstmal alles unterkoffert ist und ausgelegt und nett umrahmt, dann... Das sieht furchtbar aus. Das macht alt. Mami, du bist alt. Ich weiß. Ich bin hier, weil ich dich liebe. Und nicht, weil du bedürftig bist. Musst du nicht wieder ins Rathaus? Heute nicht mehr. Ich habe wichtige Termine. Das war übrigens sehr anständig von dir, dass du diesem Brenner geholfen hast. Ich hätte den rausgeworfen. Brenner hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ach was. Das sind die Kerle, die sich als nächstes mit dem Rettungshubschrauber in den Urlaub fliegen lassen. Wie diese Eibenstadt. Mami, Brenner wirklich nicht. Von meinen Steuergeldern. Ach. Mami, eigentlich wollte ich dich was ganz anderes fragen. Ja? Alexander Portner, tag. Ja, Sie waren heute Morgen, ich erinnere mich. Ich habe noch eine Frage zu Ihrer Dienstreise. Ich gebe Ihnen einen guten Tipp. Zahlen Sie einfach Ihren Strafzettel, sonst kommen Sie in Teufelsküche. Nur eine kurze Frage noch, damit ich nicht falsch schreibe. Was ich gerne wissen möchte ist, was haben Sie eigentlich gemacht, als der Strafzettel hier ankam? Naja, die Stadt hat ihn bezahlt und ich habe der Stadt das Geld zurückerstattet. Das war alles? Ja, das war alles. Es ging um ein paar Euro. Was soll man da sonst noch machen? Ja, gut. War's das? Das war's. Man sollte einfach immer nur mit dem Fahrrad fahren, oder? Schönen Tag noch. Ja. Ach, eine Frage habe ich doch noch. Gab es, sagen wir, Korrespondenz in dieser Sache? Nein. Warum? Nein, nein. Also, die Sache ist die... Ich habe da einen Kanten, der ist so in meinem Alter. Und der hat einen Mitarbeiter, einen jüngeren Mann. Mhm. Der ist so Anfang, Mitte 30 oder so. Ja? Dieser jüngere Mann, der hat eine Frau. Der ist also verheiratet. Und ja, diese Frau hat wiederum ein Verhältnis mit meinem Bekannten.
Aha, wie alt ist die denn? Die Frau? Auch so Anfang 30, glaube ich. Wegen der Galle. Naja, aber sowas ist ja heute kein Thema mehr. Ja, es kommt auf den Blickwinkel an. Mhm. Ist dein Bekannter denn verheiratet? Nein, er ist geschieden. Und wo genau ist das Problem? Das Problem ist, er will sie nicht nur an heimlichen Abenden und unterschlichenen Wochenenden. Otto, ich kann dich nicht verstehen. Was hast du gesagt? Das Problem ist, er liebt sie wirklich. Ist es denn da seine Entscheidung? Ich weiß es nicht. Aber wenn die beiden nicht aufpassen, dann fliegt ihm diese ganze Sache bald um die Ohren. Wie ist sie denn so, deine Freundin? Ich bin seit einer Ewigkeit mal wieder richtig glücklich mit einer Frau. Also wenn das die Normalität ist, dann bin ich echt im falschen Job, Renate. Schlegel hält das aus. Ja, ist ein cleverer Hund, dein Chef. Ja, und ich glaube, das macht ihm sogar Spaß. So ein bisschen übers Ohr hauen, ein bisschen taktieren, ein bisschen Pfründe sichern. Ja, das kann einen schon beeindrucken. Aber will ich das auf die Dauer? Das ist doch klein. Na, so eindimensional ist dein Chef sicher nicht. Wo ist er damit gelandet? Dann geht mit Nutten aus. Der Mann tut mir leid. Hör auf, dich an Schlegel abzuarbeiten und kümmere dich endlich mal drum, was du eigentlich willst. Was willst du? Weiß nicht. Willst du überhaupt was? Weiß nicht. Weißt du, was du nicht willst? Weiß nicht. Manchmal weiß ich nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Ich weiß. Danke fürs Gespräch. Eine kleine Sehnsucht braucht jeder zum Glücklichsein. Eine kleine Sehnsucht, ein bisschen Sonnenschein. Eine Sehnsucht für den grauen Tag. Eine Sehnsucht, ganz egal wonach. Ich habe das Gefühl, dass ich weil ihr immer weiß, was in ihrem Kopf vorgeht. Sie weiß ganz genau, was sie will. Sie ist Rechtsanwältin. Und ich kann mit ihr über alles reden. Und was will sie von dir? Naja, ich glaube schon, dass sie mich insgeheim ein bisschen bewundert. Mhm. Sie kann ja auch noch was lernen von mir. Ah, sie hat mit mir einfach mehr. Sie hat Feuer. Ich, naja, die braucht ihr. Kannst du mal diesen Likör trinken? Ich krieg mal einen Mörderschädel von. Für die Verdauung.
Otto, du bist mein geliebter Sohn, das weißt du. Als dein Vater mich verlassen hat, hat er wahrscheinlich genauso einen Mist geglaubt wie du. Oh, Mami, es tut mir leid. Ja, ist gut. Wenn du jetzt auch zu den fast 50-Jährigen gehörst, die sich zum Trottel machen müssen, ich halte das aus. Sieh nur zu, dass deine Pflegeversicherung ausreichend hoch ist. Mami, wenn sie mich mag, wirst du dich lieben. Eine kleine Sehnsucht braucht jeder zum Glücklichsein. Eine kleine Sehnsucht, ein bisschen Sonnenschein. Mach mal aus. Morgen. Morgen. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich habe gestern ein bisschen viel erwischt. Lassen Sie mir das Fenster bitte zumachen. Was ist das denn? Ich würde sagen, wir müssen jetzt alle ganz tapfer sein. Guten Morgen. Morgen. Frau Blomberg, wo brennst du denn jetzt schon wieder? Bald mit dem Space Shuttle auf dem Mond, auf Staatskosten. Gerade die Nerven. Ich wollte ihm nur gefallen. Tut mir leid, ich habe die Übersetzung aus eigener Tasche gezahlt. Das... Ja, und deswegen habe ich sie gleich vergessen. Verstehe ich das richtig? Der Brenner schreibt wegen des Strafzettels an die italienische Polizei und lässt das von einem Übersetzungsbüro übersetzen. Muss es denn italienisch sein? Englisch hat er nicht gereicht. Ist der Brenner nun besonders gerissen oder? Er wollte es besonders gründlich machen. Das muss doch nur auf dem Kopierer liegen bleiben und zack, bist du geliefert. Ich weiß. Diesen Reporter, den hänge ich beim Presserat hin. Sie hätte vorher mit mir sprechen müssen. Oder mindestens mit Dollar. Schon wieder kein Brot. Warum gibt es hier nie Brot? Herrgott nochmal. Der Presserat ist die falsche Adresse, Otto. Dafür ist es zu spät. Die Öffentlichkeit verlangt dein Opfer. Wir können Brenner, weil er einmal Mist gebaut hat, nicht gleich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Otto, die Sache ist die, der Brenner ist ein kleiner Fisch. Was wir brauchen, ist ein bedeutenderes Opfer. Im Bankwesen gibt es einen schönen Spruch. Der erste Schaden ist immer der beste. Verstehst du? Man muss einfach den eigenen Kapitulationszeitpunkt kennen. Er hat recht. Ach, so sieht's aus. In gewisser Weise ja. Ich soll meinen Kopf hinhalten? Ihr wollt mich absägen? Absägen? Otto, komm, wir sind alte Freunde. Ich würde mich wohler fühlen, wenn du von dir aus... Überlegst dir, ich gebe dir Zeit bis morgen. Soweit ich weiß, braucht die Karl-Büttner-Stiftung einen neuen Leiter. Die Karl-Büttner-Stiftung? Hm. Warum nicht gleich der Leuchtturmwärter Pensionsverein? Danke, meine Freunde. Ihr habt völlig recht. Danke. Danke, Otto. Danke für dein Verständnis. Ja. Wohl bekommst. Ich glaube, er verliert gerade den Verstand. Warum lacht er?
Tja, das war ein kurzes Gastspiel hier. Ja, ist vielleicht auch besser so. Bring das hinter uns. Was meinen Sie? Den Brief? Na, davon geht die Welt nicht unter. Ich flieg nicht raus? Ich habe hier den Bescheid für Reichenbach. Das ist saubere juristische Arbeit. Ja, die Begründung für die Genehmigungsfähigkeit ist so ein bisschen hingewirkt. Nein. Ich meine die Abrissverfügung. Die... Moment mal, ich dachte, Reichenbach will... Natürlich will Reichenbach. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Makellose juristische Argumentation. Sie werden sehen, ich habe die Begründung noch etwas schärfer gefasst, aber ansonsten kann der Brief so raus. Am besten heute noch. Ja, klar. Sollte man nicht vorher mit Reichenbach reden? Dem schreiben wir. Wer schreibt, der bleibt. Vermerk über ein Telefonat mit dem Oberbürgermeister. Ja, genau. In Sachen Reichenbach-Genehmigung. Machen Sie mir bitte eine Kopie davon, ja? Danke. Schneider ist nicht mehr zum Rudern zu bewegen. Feiger Hund. Oh ja. Sag mal, Adam, bist du mir gegenüber eigentlich loyal? Otto, ich bin dir gegenüber so loyal wie die Blomberg. Deiner, lieber Adam. Niemand ist so loyal wie die Blomberg. Auf gute Zusammenarbeit. Otto? Ja? Michael hält für uns den Kopf hin. Wir beide waren in Italien, nicht er. Schlechtes Gewissen? Ja, was denn sonst? Also Mitleid ist eine ganz schlechte Basis für eine Beziehung. Was meinst du damit? Irgendwann muss man klar Schiff machen. Du willst doch nicht etwa die Wahrheit sagen? Lass mich machen, ja? Ich rudere das Schiffchen schon durch den Sturm. Du Angeber. Kapitän kannst nur eingeben. Einsame Entscheidungen machen auch manchmal einsam. Dann muss ich deinen Unmut jetzt eben mal tragen. Love is in the air. Da 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 da. Michael? Oh, Entschuldigung. Das war nichts in der Sache, dass du verhungerst. Halt mich nicht für Zwangsneurotiker, aber der war für dich. Du. Oh, ich bin gut. Ich bin richtig gut. Riech mal. Au, 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 ich bin ein Kreuzrottel. Das kann nicht wahr sein. Ich fühle meine Schmerzen nachher. Michael, jetzt setz dich doch bitte mal hin. Wir müssen reden. Okay, pass auf. Auch auf die Gefahr hin, dass du wieder total sauer bist. Aber ich muss meine Meinung über Schlegel noch mal ändern. Warum? Dieser Mann hat wirklich Format. Umso stressiger es wird, umso cooler wird Schlegel. Aber diese Abrissverfügung, die ist doch nun auch juristisch, seelisch, moralisch einwandfrei.
deswegen musst du doch jetzt nicht zu seinem Fan mutieren. Ja, aber jetzt haut er die raus. Mit seiner Unterschrift. Ich dachte immer, der mauschelt mit Schneider und Reichenbach. Aber was hat das mit dir und deinem Brief zu tun? Keine Ahnung, aber Schlegel hat einen Plan. Sonst hätte er mich doch heute hochkant rausgeschmissen. Was macht er? Stellt sich total loyal vor mich. Ja? Und wir reden jetzt schon wieder über deinen Schlegel. Gibt's keine anderen Themen? Ja. Dieses wunderbare Biohuhn von Bauern um die Ecke zum Beispiel. Wenn du jetzt über die CO2-Bilanz von diesem Vieh referieren willst, dann schrei ich ganz laut. Quatsch! Ich meine damit nur, dass das total lecker wird. Hey, du hast in letzter Zeit ein bisschen viel abgenommen. In stürmischen Zeiten braucht man was auf den Rippen. Ja. Du willst mich ja bloß mästen. Wie die Hexe bei Hänsel und Gretel. Und dann schlachtest du mich, wie ich es verdient habe, oder? Ja, ganz genau, du kleiner Spinner. Dann gib mir mal dein Fingerchen. Ich muss prüfen, ob du schon so weit bist. Jetzt mal. Der ist aber lecker, der Finger. Den esse ich gleich, den schneide ich mir gleich. Lass mich in Ruhe! Hey! Bis später. Hey! Ciao. Brenner? Pensione wie? Pensione Riva. Ja, das ist witzig. Dronner, sind Sie das? Was für ein Ladegerät? Wir kaufen nichts. Hören Sie, mein Name ist Michael Brenner. Sprechen Sie kein Englisch? Nein, nein, Ihr Deutsch ist super. Ja, nein, ich spreche kein Italienisch. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Tut mir leid. Vielen Dank, dass Sie nochmal angerufen haben. Ja, wir sind viel unterwegs. Danke. Grazie. Ciao. Wa? Ladegerät. Michael hier. Ja, dein geliebter Schwiegersohn, ganz genau. Sag mal, nein, es ist nichts passiert. Renate und ich, wir würden dich gerne mal wieder besuchen. Ja, das ist lang her. Wann war denn das nochmal? Weihnachten. Ja klar, wie kann man sowas vergessen? Tja, meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich Sie in diesem herrlichen Saal begrüßen darf. Herr Bürgermeister? Ich mache manchmal Aktenvermerke, damit ich weiß, was besprochen wurde. Und wie ist das an die Presse gekommen? Das ist völlig verfälschend. Das klingt gerade so, wie wenn ich dich gedrängt hätte, eine rechtswidrige Baugenehmigung zu erteilen. Aber Martin, du hast mich gedrängt. Ich habe gefragt, was mit der Baugenehmigung ist. Nachgefragt, nicht gedrängt. Dann habe ich es wohl anders in Erinnerung. Glaub, was du willst, aber schaff diesen Mist aus der Welt. Warst du, oder? Ich? Du hast diesen Vermerk an die Zeitung geschickt. Martin, jetzt gehst du zu weit. Also gut. Ich schaff das aus der Welt. Ist das mit meinem Rücktritt noch aktuell? Otto, das hast du in den falschen Hals gekriegt. Kein Mensch wollte dich... Absägen. Das Wort ist absägen, Martin. Renate! Stell dir vor, Albensteins lassen sich doch nicht scheiden. Ich hätte mich heute Morgen gar nicht so beeilen müssen. Mit wem war Schlegel in Italien? Hat er dir doch gesagt, mit irgend so einer... Pass auf, was du jetzt sagst.
Wie lange geht das schon mit euch beiden? Ein paar Wochen. Und? Ich dachte, du müsstest dich eben neu sortieren und dass ich dich am besten in Ruhe lasse. Ich brauche einfach mehr Zeit. Wie bescheuert muss ich eigentlich gewesen sein? Ich... Michael! Was? Bitte. Was machst du jetzt? Oh, schlägel eine rein und dann packe ich. Man hat den Eindruck, der Oberbürgermeister wollte unter allen Umständen die Baugenehmigung für seinen Freund Reichenbach durchdrücken. Ich will nicht über die Motive des Oberbürgermeisters spekulieren. Da müssen Sie ihn schon selbst fragen. Ich habe den Antrag von Herrn Reichenbach von meinen Mitarbeitern prüfen lassen. Und die Bitte des Oberbürgermeisters hatte keinerlei Einfluss auf das Ergebnis dieser Prüfung? Was macht der da? Er beendet gerade die Karriere des Oberbürgermeisters. Wir entscheiden nach dem Baugesetz. Ja, wenn man ihn unvermerkt liest. Der glaubt doch nicht, dass er ungeschoren davonkommt. Inzwischen haben wir einen Bescheid erlassen. Wir haben den Abriss des Gebäudes angeordnet. Der traut sich ja was. Das erstaunt mich nun doch. Der Bau ist rechtswidrig. Wir behandeln da Herrn Müller nicht anders als Herrn Meier. Und auch Herr Reichenbach bekommt keine Extrawurst gebraten. Das ist der Sohn seiner Mutter. Und rechnen Sie mit persönlichen Konsequenzen? Herr Schneider hat mir nahegelegt, zurückzutreten. Und wie stehen Sie dazu? Ich habe nichts vorzuwerfen. Ich würde in der gleichen Situation wieder so handeln. Herr Schlegel, ich danke Ihnen für dieses offene Gespräch. Schlegel ist ein Hund. Sag's dir, aber ein Scharfer. Ist dir klar, dass er gerade dabei ist, deine Prachtbude hier abzureißen? Ja, das wird man dann sehen. Ach ja, wird man das sehen. Mich kann die Sache den Kopf kosten, weil ich mich für dich aus dem Fenster gelehnt habe. Martin, es wird dich den Kopf kosten. Lass den Quatsch, ja? Toller Auftritt. Machen die Sie jetzt zum Bürgermeister? Gut möglich. Die Stadt braucht einen neuen OB. Man wird gar nicht mehr an Ihnen vorbeikommen. Ich meine, wie Sie es gerade dieser korrupten Bande gezeigt haben, das war... Wow! Das sind die Spielregeln. Die haben alle das Kleingedruckte gelesen, Brenner. Dann brauche ich wahrscheinlich einen neuen Baudezernenten. Da wünsche ich Ihnen viel Glück bei der Suche. Was ist das? Eine Kündigung. Mann, Brenner, wir haben es gerade geschafft. Gerade geschafft? Gut, dann reden wir mal über unsere ganz persönlichen Spielregeln. Bitte? Er weiß es. Er weiß was? Ach, das. Ja. Dann musst du dich jetzt entscheiden. Irrtum. Nicht nur dich. Ich wünsche dir viel Glück. Kriegt Michael noch Ärger? Wenn ich jetzt Droller wäre, dann würde ich sagen, der Reichenbach-Skandal verhält sich zur Strafzettelaffäre wie der Gammelfleisch-Skandal zur Vogelgrippe. Da kriegt jetzt kein Hahn mehr nach. Jeden Tag wechseln sich die Katastrophen ab. Und? Was wird jetzt mit uns? Otto? Ich bewundere dich. Und ich könnte sicher noch viel von dir lernen. Du solltest wenigstens noch meine Mutter kennenlernen. Du bist mir gar nicht böse? Man sollte seinen Kapitulationszeitpunkt kennen. Schon gut. Kann denn keiner um mich kämpfen? Gute Güte, Renate. Ich bin verliebt. Aber ich bin kein Trottel.
Tut mir leid. Ich werde es nicht verstehen. Was wollt ihr Frauen denn eigentlich? Wollt ihr Weicheier oder wollt ihr Machos? Also das ist eine Frage aus den 80ern. Frauen wollen Männer und Männer wollen Frauen. Was so einfach ist das? Ich sollte meinen Therapeuten verklagen. Mein Mann kocht lecker. Lass ihn Quatsch. Er ist verständnisvoll. In Achter. Er hat Prinzipien. Er vergisst keinen Hochzeitstag. Der liest wahrscheinlich auch Beziehungsratgeber, oder? Ein Fanatiker. Hm? Ich hab's vergeigt, oder? Er ist eindeutig selber schuld an seiner Ehekrise. Aber ich bin schuld am Klimawandel. Echt? Ich habe eine Eiszeit verursacht. Es tut mir wahnsinnig leid. Und ich habe gerade keine Lösung. Er, was hat er getan? Er wollte sich prügeln. So ein Idiot. Ich fand's sehr sexy. Den Höhlenmenschen kann ich dir nicht geben. Ich gehe jetzt Äpfel aus Neuseeland kaufen. Das kann ich nicht zulassen. Ohne dich werde ich verhungern. Oder du ruinierst den Planeten. Dann lieber mich. Was siehst du? Kein Gramm zu viel. Komm, mach dich nützlich. Was? Warum nicht? Ich bin Mädchen. Ich sag dir, was zu tun ist. Ja, ja. Halt mal. Ach, das auch? Nein, viel. Das ist Rathaus verlautete heute, dass der bisherige Baudezernent Otto Schlegel neuer Oberbürgermeisterkandidat ist. Seine Nominierung wurde seitens der Partei ohne Gegenstimmen angenommen. Schlegels Kandidatur in letzter Minute wirft Fragen auf. Hallo, Vicky. Entschuldigung, haben Sie einen Moment für eine Frage? Entschuldigung, ich spreche Deutsch, sorry. Was halten Sie davon, denn, dass nach dem Skandal im Rathaus einer der engsten Vertrauten von Oberbürgermeister Schneider für die Nachfolge kandidiert? Finden Sie das gut? Ja. Was sagt Ihnen der Name Otto Schlegel? Oh, da bin ich aber, glaube ich, überfragt. Otto? Schlegel. Den Dezernenten Schlegel. War doch gestern im Fernsehen. Ja. Schlegel. Haben wir doch gesagt, Herr Schlegel macht das. Laut einer Umfrage führt Otto Schlegel neuerdings knapp in der Wählergunst. Schlegel ist es anscheinend gelungen, sich innerhalb kürzester Zeit von aktuellen Themen zu profilieren. Gegen die Korruption für den Das ist Otto.
Nach den ersten Hochrechnungen entfielen auf Otto Schlegel 48,3%. Dankeschön, euch allen vielen, vielen Dank. Ach, ich bin ja so glücklich. Der Reichenbach hat doch Herz. Denk mal an den Imagegewinn. Der Abriss wäre teurer gewesen. Ach was, dann ist ja noch was bei ihm zu holen. Mami. Ich bin mal wieder da. Hopp, wir kriegen Besuch. Du siehst gut aus. Hallo, Otto. Hallo. Das ist mein Nett. Wie geht's euch? Gut. Sehr gut sogar. Steht das Rathaus noch? Sie fehlen. Ein bisschen. Aber wir kriegen das hin. Was machen eure Pläne? Ich habe schöne Büroräume gefunden in der Kanzlei in Hamburg. Ich bin bei einem ganz neuen Klimaprojekt. Als Pressesprecher, da hat man am meisten Macht. Sie haben es ja doch noch geschaut. Vielleicht. Aber nicht jeder hat die Kraft, das System von innen heraus zu erneuern, so wie Sie. Eine mühselige, aber hehre Aufgabe. Macht's gut. Nicht hinterherlaufen? Nein. Eine salomonische Entscheidung unseres neuen Oberbürgermeisters. Als einer seiner ersten Amtshandlungen akzeptierte Bürgermeister Schlegel die Überführung der Reichenbach-Villa in eine neu gegründete Stiftung. Endlich mal was wirklich Sinnvolles. Spüre ich da einen Hauch von Gewissen und Moral? Für was laufe ich mir die Hacken schief? Doch nicht für Typen wie Schneider. Enttäusch mich bitte nicht, Otto. Ich sag ja, Killer. Eine scheiß Idee, Koller! Ich zahle das Ding einfach. Da, 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 da! Unseren Hochzeitstag vergessen. Oder einer mal schnell mit dem Brenner will, ja? Das ist ja toll. Ach.